Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder das wöchentliche Format, die gruseligsten Videos im Internet. Ich habe mal wieder 5 an der Zahl herausgesucht und lasse euch wie immer nicht alleine, sondern werde sie mir mit euch angucken. Und gemeinsam können wir dann rätseln, was dahinter steckt oder ob alles etwa nur ein Fake ist. Fangen wir direkt an mit dem ersten Video. Da versucht sich ein Mann an einer Geister-Challenge. Und während er das Ganze versucht, kommt es wirklich zu geisterhaften Phänomenen innerhalb seiner Wohnung. Was da genau passiert und ob das echt sein kann, schauen wir es uns an. I've had a lot of people ask me to communicate with. Soll es jetzt so eine Charlie Challenge werden oder was? The activity has died down quite a bit from what it was in the beginning, but I have looked up online, and the most prominent thing I found for communicating is something called auto writing, and it's where you write down a question and the spirit answers. Also will eine Frage aufschreiben und der Geist soll die dann beantworten. Die Methode habe ich jetzt kenne ich noch nicht persönlich. Aber, wer weiß. Just to kind of confirm who this spirit is, we'll write down who. Jetzt schreibt er erstmal, wer ist der Geist in dem Raum hier. Ich kenne eher so Geisterbretter, das kenne ich, oder die Bloody Mary Challenge oder Charlie, aber das kenne ich noch nicht. Do you. Er schreibt auch noch auf, was willst du? Well, I'm supposed to leave this now and let the spirit do the writing, but I think what I'll do is. Ich will das einfach liegen lassen und gucken, was passiert. Aber als ob da jetzt irgendwie der Geist kommt und da so eine Antwort schreibt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine komische Sachen passieren ab und zu in seinem Apartment. Mal gucken, ob was passiert. Da. Oder? Ist da oben einer der Schränke so ein bisschen aufgegangen? Da. Auf und zu. Es ist nicht wie immer die Frage, sind da irgendwelche Fäden dran? Zieht da jetzt einer? Weil der Schrank da oben, da kann ja keiner drin sitzen und auf und zu machen, das geht ja nicht. Ein Luftzug ist es auch nicht, dafür ist es viel zu regelmäßig. Jetzt geht er sogar hin. Und schaut. Also er zeigt, da sind keine Fäden dran. Okay, wenn es gefaked ist, will ich wissen, wie er es gemacht hat. First time something really strange has happened like this in about probably about 3 weeks. Had a see no magnets. Also man keine Magneten, keine Schnüre dran, aber es ist 100% fake. Ich bin mir sicher. Ich glaube solchen Videos nie, aber just kind of moved, maybe about 2 or 3 feet. Didn't fall off. Vor allem, wieso geht's jetzt nicht weiter, wenn er da ist? Eigentlich müsste jetzt ja auch weitergehen, oder? Fenster ist auch nicht offen. Also ich weiß noch nicht, wie er es gemacht haben soll. Okay, und jetzt? Jetzt lass mich raten, es geht wahrscheinlich wieder zurück und dann hat der Geist irgendwas hingeschrieben. Das wäre jetzt so der Klassiker natürlich. Und es ist bestimmt auch passiert. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, das hat mich gerade erschreckt. Ich habe richtig den Jumpscare gekriegt. Ich hab richtig den Jumpscare gekriegt. Oh mein Gott. Ich schwör's euch. Obwohl kein Sound da war. Ich hab mich gar nicht gerechnet, dass da jetzt auf einmal so ein Geistermädchen steht oder so. Und da sieht meine Geister was geschrieben oder das Mädchen oder wer auch immer das da gerade war. Hat alles durchgestrichen. Das sieht jetzt nicht aus nach irgendeinem Roman oder so, sondern einfach nur ein bisschen rumgekritzelt. Okay, das Video war definitiv geil gemacht, ja. Krass. Die? Will sterben, der Geist? Ja, auf jeden Fall mega gut gemachtes Video, allein was er sich alles überlegt hat. So erstmal ist das Ding da oben, also der Schrank in der Küche so auf und zu geht, mysteriöse Sachen so in der Wohnung passieren, dann geht er hin, guckt, dass da keine Schnüre dran sind. Das war alles relativ realistisch, aber wo dann spätestens dieses Geistermädchen dann da stand, einfach hinter ihm. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich, ich habe das Video vorher nicht ganz geguckt, ich gucke immer nur kurz rein, damit ich auch so ein bisschen einen Effekt habe, wenn ich da mit euch gemeinsam reagiere und die Videos auch noch nicht so gut kenne. Deswegen habe ich mich da mega voll erschreckt, aber dann war es einfach zu klassisch, dass dann auch auf dem Zettel dann plötzlich was steht, was der Geist da geschrieben hat und dass er sterben will und so. Das war alles so ein bisschen zu offensichtlich in meinen Augen, aber das Video war auf jeden Fall gut produziert, gut gemacht und fand ich definitiv cool. So, die nächste Aufnahme zeigt eine Straße aus einem, glaube ich, asiatischen Land und da fährt ein Laster entlang und kurz vor ihm soll eine Schattenfigur die Straße überqueren. Wir gucken uns mal genau an und gucken, ob das real sein kann oder ob es doch relativ simpel gefaked wurde. So, da sehen wir, kommt der
Es ist ein Laster links angefahren. Rechts sind ein paar Menschen auf Motorrädern unterwegs. Ich würde es irgendwie so auf Indonesien tippen oder so, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein kann. So, und er zeigt einen Pfeil und jetzt, da kommt eine Schattenfigur und läuft tatsächlich über die Straße, beziehungsweise durch das Auto durch, nee, ist vor dem Auto durch. Jetzt kommt das Motorrad, da läuft es aber wirklich quasi durch oder einen Millimeter davor vorbei. Die Autofahrer, beziehungsweise der Lasterfahrer und der Motorradwagenfahrer scheinen es nicht gesehen zu haben. Wir haben nochmal eine Wiederholung da. Da kommt die Figur jetzt. Da sehen wir sehr, was sie. Also das ist 100% gefaked. Ich meine, was soll ein Geist denn da machen? Ja, ich bin ein Geist und dann laufe ich einfach über irgendwelche Straßen. Wahrscheinlich, weil er da irgendwann mal überfahren wurde oder sowas. Also, ich weiß ja nicht. Also, wenn es wirklich Geister gibt, wieso läuft er denn da vor so einem Lastwagen über die Straße mitten in Indonesien? Ich weiß es halt nicht. Also, ich denke, es ist ja einfach relativ simpel gefaked, aber... Ja, ich meine, eine andere rationale Erklärung habe ich jetzt auch nicht. Da kann jetzt auch keine Spiegelung des Lichts irgendwie dafür verantwortlich gewesen sein. Das ist unmöglich. Also es muss entweder echt sein oder nachträglich eingefügt, damit ich auf jeden Fall für Zweiteres. Ich fand, das war ein klassisches Fake-Video in meinen Augen. Wenn ihr auch der Meinung wart, dass das Video definitiv fake ist, dann lasst es mal einen fetten Daumen nach oben da. Haut den Daumen nach oben kaputt. Ich bin gespannt, wie viele Leute auch denken, dass das Ganze fake ist. Kann ja nicht der Einzige sein. Also ich denke mal, es war auf jeden Fall fake. Was sagt ihr? Zeigt mal mit einem fetten Daumen nach oben. Das nächste Video, das wir uns angucken, zeigt mal wieder den Bigfoot. Wir haben ja eigentlich pro Folge so einmal den Bigfoot mit dabei. Der wird eigentlich ziemlich oft gesehen, vor allem natürlich in Nordamerika, in den USA, da gibt es richtige Bigfoot-Legenden. Das fällige Tier, eine Mischung aus Mensch und Affe, extrem groß, soll er durch die Wälder ziehen und extrem schüchtern sein. Also er versteckt sich vor Menschen und man sieht ihn nur relativ selten. Also eigentlich braucht man vor ihm keine Angst haben, denn es gibt zwar viele Berichte von Sichtungen des Bigfoots, aber noch nie von einem Angriff eigentlich. Also davon habe ich noch nie gehört. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal diese Sichtung an. Das sieht so ein bisschen aus wie die Rocky Mountains oder so. Ich wollte immer schon mal die Rocky Mountains. Ich sehe den Bigfoot gerade aktuell noch nicht. Aber so wie der Typ atmet, kann er da nicht weit entfernt sein. Da hinten ist er. Da sehe ich ihn. Zumindest sehe ich irgendein Fell. Und er rennt weg. Aber ich verstehe es gar nicht. Der Typ war so weit weg, der Bigfoot. Da kann man noch mal ranzoomen mit der Kamera. So, da haben wir noch mal die Wiederholung. Da ist er. Anscheinend. Auf jeden Fall fällig. Auf jeden Fall relativ groß. Aber wie gesagt, wenn sowas passiert, ich renne doch nicht direkt weg. Okay, vielleicht bin ich der Erste, der ein Schisser ist und da wegrennt. Vielleicht sage ich das jetzt nur so, weil ich hier in meinem warmen Zimmer sitze, an meinem Computer, aber ich weiß nicht, schaut euch an. So, er war weit weg. Ich meine, so ein Bigfoot sieht auch nicht aus, als ob der jetzt schnell rennen kann. Der kann nicht schnell rennen, wenn er wirklich existieren sollte. Ist er nicht schnell, bin ich mir sicher. Und da kann man wenigstens mal ein bisschen ranzoomen und versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. Also würde ich machen, denke ich zumindest. Vielleicht würde ich es in echt dann auch nicht machen, aber... Ich weiß nicht, die meisten dieser Videos sind halt immer Leute, die filmen irgendwas und rennen dann direkt weg. Und daran sieht man halt ein bisschen, dass es fake ist. Also da haben wir es nochmal eine ganz langsame Wiederholung, aber... Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich irgendein Kerl in einem Kostüm, in so einem Bärenkostüm. Oder vielleicht sogar ein Bär. Ich meine, man kann nicht wirklich viel erkennen auf der Aufnahme, in meinen Augen, also... Ja. Ich halte das definitiv für fake. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wenn mir jemals der Bigfoot begegnen sollte, egal ob in den deutschen Alpen oder den kanadischen Rocky Mountains oder sonst was, glaubt mir, Freunde, ich gebe euch mein Wort, ich werde auf jeden Fall auf ihn zulaufen und nicht einfach blind wegrennen. Garantiert. Es sei denn, er ist ganz knapp vor mir, dann würde ich natürlich auch wegrennen. Aber wenn ich so eine riesen Distanz zwischen uns habe, dann würde ich versuchen, den irgendwie ein bisschen besser auf Kamera zu kriegen. Denn dann ist ja das Kamera-Footage, was man da aufnimmt, wird ja dann wahrscheinlich 100.000 Euro wert sein, wenn das wirklich ein Bigfoot sein sollte. Das nächste Video stammt von sogenannten Geisterjägern bzw. von Leuten, die gerne verlassene Orte erkunden. Und das soll in einem Haus in Los Angeles gefilmt worden sein, in dem es angeblich seit Jahrhunderten schon spuken soll. Und die beiden, die das filmen, die sollen auch einer Kreatur begegnet sein. Schauen wir es uns an. So. Wisst ihr noch, als ich mal diese alte Psychiatrie erkundet habe? So ungefähr sah es da auch aus. So ein bisschen. Komplett da runtergekommen. Mit einem schönen Scheinwerfer da am Leuchten. Da ist irgendwas auf dem Boden. Oh mein Gott! Mal ganz kurz was gesehen, irgendeine Kreatur. Ich habe mich schon wieder voll erschreckt, weil ich schon wieder nicht erwartet habe. Jetzt rennen sie auch weg, aber gut, die kann ich jetzt eher verstehen, dass sie wegrennen, weil in dieser Situation würde ich auch auf jeden Fall wegrennen. Ich meine, du bist in einem verdammten verlassenen Haus. Das kann ja wirklich irgendwie, was weiß ich, irgendein Junkie sein, irgendein creepy Verbrecher. Ich meine, wer hält sich denn in so einem Haus auf? Kein normaler Mensch. Jetzt rennen sie weg, okay, man sieht nicht mehr viel.
Das Video hat mich jetzt schon eher überzeugt, weil wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass in so verlassenen Häusern, das zieht ja auch eine bestimmte Art von Menschen an. Entweder so Geisterjäger, so Teenager, die Bock haben, mal irgendwie ein bisschen was Verbotenes zu machen. Oder eben Leute, die vielleicht was Kriminelles haben, sich da vielleicht verstecken oder wer weiß, ob da irgendwelche Deals stattfinden, man weiß es nicht. Und wenn man dann mitten in der Nacht in so einem Haus jemandem begegnet, egal ob es jetzt ein Fake war, egal ob es jetzt ein Freund von denen war, der da irgendwie nur gespielt hat, da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da wegrennt. Im Gegensatz zum Bigfoot, der irgendwie 100 Kilometer entfernt war. Kommen wir zum letzten Video. Das stammt von einem Mann, der ist im mexikanischen Fernsehen bekannt und war auf einem Friedhof in Mexico City, an dem es angeblich spuken soll, und er filmt sich da ein bisschen selber und hört auf einmal ein Mädchen schreien. Man sieht nicht besonders viel in dem Video, man hört eher was, und ja, spitzt eure Augen, liebe Freunde, wir schauen es uns an. So, da sehen wir den Friedhof, sehen wir den Typen. Man sieht, wie gesagt, nicht besonders viel. Man hört eher was, das ist auf jeden Fall Nacht, man hört dann die typischen Tiergeräusche. Und das ist wohl angeblich ein Friedhof in Mexico City, der eben heimgesucht wird. Da haben wir wieder unseren Freund aus dem mexikanischen Fernsehen. Ich kenne leider kein Spanisch, beziehungsweise Mexikanisch. Aber es wird auf jeden Fall noch was passieren. Noch höre ich nichts. Da. Ich habe auch ein Schreien gehört. Jetzt ruft er. Scheint ist da jemand, aber ich meine, die Qualität ist wirklich die eines Toasters. Was ist für ein Handy? Da sitzt jemand. Kleines Mädchen, würde ich sagen, aber man erkennt, wie gesagt, nicht viel. Oh mein Gott. Okay, diese leuchtenden Augen. Aber wirklich, die Pixel, Alter. Minecraft. Weniger Pixel. Jetzt schreit er. Könnte natürlich auch relativ easy gefaked worden sein, das hat einfach keine Ahnung. Da noch eine Schauspielerin aus einem Fernsehjob oder so hatte, die es da hingehockt hat und da ein bisschen dieses Mädchen gespielt hat. Man sieht es ja wie gesagt nicht richtig, aber wie gesagt, die Auflösung ist wirklich, selbst mein Taschenrechner, der hat wirklich besser gefilmt als das, was er da benommen hat. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Nokia 360 oder so aus dem letzten Jahrhundert, ich weiß es nicht. Man sieht auf jeden Fall wie gesagt nicht viel, deswegen kann man wenig dazu sagen. Ich weiß nicht, wollte ja auch immer schon mal so nachts auf den Friedhof gehen, will ich auch irgendwann nochmal machen. Ich habe übrigens die Bloody Mary Challenge nicht vergessen, weil viele haben sich die ja gewünscht. Ich habe ja auch schon mal gefragt und ich würde die auf jeden Fall drehen, aber mit einer Freundin noch von mir, die hat bisher keine Zeit gehabt. Die soll auf jeden Fall mitkommen und dann mach ich die Bloody Mary Challenge mal richtig. Also die habe ich nicht vergessen. Ihr vergesst das bitte auch nicht, einen fetten Daumen nach oben da zu lassen, wenn ihr Bock habt, dass das Format wöchentlich kommt. Jeden Donnerstag hier die gruseligsten Videos im Internet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt mich vielleicht ein bisschen gegruselt. Ich auf jeden Fall schon. Habe mich heute zweimal richtig erschreckt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ein ganz einfacher Klick auf den Abo-Button, liebe Freunde. Das ist ein ganz schneller Klick, aber bedeutet mir wirklich viel. Und jetzt sind wir wieder in der Endcard angekommen. Links kommt ihr zum letzten Video. Da ging es um YouTuber, die vermisst werden aktuell. Wer das ist, klickt einfach drauf. Rechts kommt ihr zu einem zufälligen Video. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.